Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute an, welches Betriebssystem ist das sicherste. Ich zeige dir, welches Betriebssystem das sicherste ist, warum die anderen Betriebssysteme vielleicht nicht ganz so sicher sind. Und ja, ich zeige dir dann auch nochmal das sicherste Betriebssystem. Hier, ihr dürft schon mal sehen, das läuft hier drauf. Und ihr könnt es vielleicht, jetzt habe ich schon genug gespoilert. Wartet ab, ich zeige es euch später nochmal genauer, welches Betriebssystem am besten ist. Auf jeden Fall, wenn dich das interessiert, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich und wir sehen uns gleich. Tschüss! Hey, ha, Cybersecurity. Be part of IT. Gut, das sicherste Betriebssystem ist Windows. Nein. Nein, Windows ist nicht sicher. Falls du dich fragst, warum das jetzt hier ein bisschen unstrukturiert ist, ich hatte leider keine Zeit, das Video zu scripten, deswegen rede ich jetzt einfach frei drauf los. Okay, warum ist Windows nicht das sicherste Betriebssystem? Ganz einfach. Windows lässt so ziemlich jeden Programmierer, Entwickler, Hacker und so Exen, also Programme erstellen. Und also die dürfen Programme für Windows programmieren und Windows führt die dann auch aus, ohne große Fragen zu stellen. Ab und zu kommt die Meldung, ja, hier der Nutzer, der Hersteller des Programms ist unbekannt, aber das klicken die meisten weg, deswegen ist es nicht wirklich ein Schutz und dieser Punkt ist halt ein Punkt dafür, dass Windows ziemlich angreifbar ist von Viren und Hackern. Genau, zweiter Punkt ist, Windows verwendet ungefähr jeder. Also es gibt extrem viele Leute, die Windows verwenden und deswegen machen sich die Hacker auch die Mühe, für Windows zu programmieren, da sie so am meisten Leute erreichen können. Hackerangriffe sind auch meistens nicht spezifisch auf eine Person, sondern an die breite Masse aufgefächert und da bietet sich eben Windows perfekt an. Deswegen ist Windows nicht so sicher und deswegen empfehle ich hier auch einen Virenscanner. Link zu verschiedenen Virenscanner verlinke ich dir hier oben. Kannst du dir anschauen, welcher vielleicht am besten für dich passt. Genau. Okay, Windows ist es schon mal nicht. Ist es dann vielleicht macOS? Ist vielleicht macOS am sichersten? Kann man jetzt sagen, macOS ist auf jeden Fall sicherer als Windows, da wieder der Punkt, den ich gerade genannt habe, eintritt. Dass eben nicht so viele Leute macOS verwenden und die Hacker sich keine Mühe machen, dann für macOS extra Viren zu programmieren. Aber, jetzt kommt es aber, der Punkt ist, Leute, die macOS verwenden, die haben im Normalfall mehr Geld, weil Apple-Produkte sind teurer, wisst ihr ja. Und deswegen denken sich die Hacker, ja, okay, wir wollen ja viel Geld verdienen und wir programmieren jetzt Viren für macOS, damit wir an reiche Leute rankommen. Genau, gesagt, getan. Deswegen sind auch Viren für macOS entstanden. Und es gibt inzwischen auch Virenscannern für macOS. Ja, genau, um das mal nochmal zu erwähnen. Auf jeden Fall ist macOS deswegen auch nicht hundertprozentig sicher. Also sicherer. Genau, dann gibt es aber jetzt noch eine dritte Alternative und welche ist die? Ich weiß es nicht. Also ich hatte diese Alternative auch lange nicht auf dem Schirm. Doch vor kurzem ist es mir wieder aufgefallen. Apple hat mich draufgebracht mit ihren M1 Prozessoren, weil mich nervt immer, dass mein Laptop den Lüfter manchmal anläuft und ich kann mich da nicht konzentrieren, wenn der Lüfter läuft. Auf jeden Fall, um zum Punkt zu kommen, ich wollte einen Laptop ohne Lüfter. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe festgestellt, es gibt ja sogenannte Chromebooks. Und hier sind wir jetzt auch schon bei dem Punkt, Chromebooks oder Chrome OS ist das Betriebssystem, das am sichersten ist. Und wir schauen jetzt später oder jetzt dann auch noch an, warum Chrome OS am sichersten ist. Ich habe es auch für dich hier, mein Chromebook. Hier, man sieht hier oben Chrome von Acer. Voll cool, ist sogar durchsichtig. ja. Das ist mein Chromebook und das ist auch automatisch das sicherste Laptop, das ich hier bei mir zu Hause rumliegen habe. Warum ist es so sicher? Schauen wir uns das Ganze mal an. Also Chrome OS ist relativ neu und das Betriebssystem basiert auf einem Browser sozusagen, auf dem Chrome Browser. Hier haben wir Chrome OS. Es ist relativ einfach gehalten, also die Umfänge sind nicht so da wie bei Windows oder Mac.
Und ja, dadurch, dass alles in der Cloud, also im Internet läuft, hat es eben eine lange Akkulaufzeit, Offline-Zugriff, geht auch Touchscreen. Ja, das interessiert uns jetzt hier in dem Video nicht so genau. Aber hier, integrierte Sicherheit. Und ja, wir brauchen hier keinen Virenschutz und sind trotzdem gut geschützt, dank diesem Sandbox-Technologie. Okay, ihr seht es gar nicht. Ich darf, ja, geh mal hier auf die andere Seite. Gut. Ja, jetzt hier nochmal. Ja, integrierte Sicherheit, hab ich ja gesagt. Und jetzt hier die Sandbox-Technologie. Was ist eine Sandbox-Technologie? Bitteschön. Eine Sandbox-Technologie ist eigentlich ziemlich praktisch. Die sorgt eben dafür, dass bestimmte Programme oder Tabs im Chrome OS, so wie hier oben, alle in einem einzelnen System ausgeführt werden. Und dieses System kann nicht woanders drauf. Also man kann sich vorstellen, wie ein Raum, der nur kurz verwendet wird und danach gibt es den Raum nicht mehr. Also wenn in dem Raum ein Virus reinkommt oder ein Einbrecher, sagen wir mal, dann kann der nicht rausgehen, ja, weil der Raum zugesperrt ist. Und wenn wir dann den Tab wieder schließen, das Fenster oder das Programm, dann wird der Raum gelöscht. Also der Raum wird einfach eingerissen, inklusive Einbrecher. Also der Einbrecher ist unser Virus. Also kann nichts passieren, weil er kann nicht aus dem Raum raus und er kann auch nicht länger da drin bleiben, weil wenn wir es wieder schließen, ist alles weg. Genau, das ist so, kann man Sandbox-Prinzip erklären und das wird hier eben beim Chrome OS die ganze Zeit angewendet. Das heißt, ein Virus kann sich nicht ausbreiten, ein Virus kann nichts anrichten und dazu kommen eben noch andere Sicherheitsoptionen wie der verifizierte Boot-Modus. Das heißt eben, dass hier am Anfang vom Starten das Betriebssystem, das Chromebook, nochmal gescannt wird auf Viren. Und dann haben sie noch Sicherheitschips drin, die halt eben den Arbeitsspeicher verschlüsseln und so weiter. Kommt immer aufs Modell an, welchen ihr da drin habt. Auf jeden Fall sind die auch integriert. Und halt ein integrierter Virenschutz. Google schaut halt auch nochmal so, ob irgendwas also irgendwas merkwürdig ist und ja, man braucht eben kein extra Programm wie jetzt bei Windows zum Beispiel. Genau. Jo. Dann haben wir auch noch den PowerWash. Wenn irgendwas sein sollte, kannst du ihn einfach komplett zurücksetzen, loggst dich wieder ein mit deinem Google-Account und bist wieder komplett sicher, wie als wäre gar nichts gewesen. Falls du doch mal die Befürchtung hast, dass irgendwas komisches, irgendein Virus doch durchgekommen sein sollte. Genau. Ja, das ist auch schon der Punkt. Und warum sind die Chromebooks so sicher? Ich kann euch ja jetzt viel sagen von irgendwelchen Technologien und Sandbox und was weiß ich. Aber nein, Google sorgt dafür, indem sie ein hohes Preisgeld ausgeben, um Hacker zu bezahlen, die nach Sicherheitslücken in Chrome OS suchen. Und wenn sie es finden, dann kriegen sie eben das Preisgeld. Und dadurch wird eben Chrome OS immer sicher gehalten. Und ja, durch eben der Struktur in der Cloud und so alles, ist das Ganze eben komplett, ja, nicht komplett, hundertprozentige Sicherheit gibt es nie, aber es ist eins der sichersten Betriebssysteme, die es gibt. Klar hat man dadurch auch andere Einschränkungen, hier man Google erhöht die Prämien, aber ja, zum Arbeiten, wenn man halt nur so E-Mails und so ein bisschen Dokumente, Word, PowerPoint macht, ist es perfekt. Zum Videoschneiden nicht und für die Sicherheit auch. Also wenn du sicher sein willst, hol dir ein Chromebook, da kannst du einfach machen, was du willst, ohne infiziert zu werden. Und wie da auch der Punkt von Windows, Chromebooks sind noch nicht so verbreitet, sprich Hacker haben nicht so viel Interesse daran, hier Viren für Chromebooks zu programmieren. Da sie auch viel schwieriger zu machen sind, da sie keine Chance haben, aus der Sandbox auszubrechen. Genau, jetzt habt ihr hier mein super Video Freestyle gesehen, was heißt. Und ja, ihr wisst jetzt, warum Chromebox das sicherste Betriebssystem ist oder Chrome OS. Und ja, ihr wisst, warum die anderen Systeme nicht so sicher sind. Und ihr wisst auch, was ihr mit dem machen könnt, falls ihr Vollgas in Richtung Sicherheit steuern wollt. Genau. Ansonsten war's das von mir. Wie immer, be part of it. Und bleib sicher, hab einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!